Hallo zusammen! Wie ihr vielleicht schon in der Überschrift lesen konntet, war ich beim Friseur und tada, ihr könnt sehen, was mit meinen Haaren passiert ist. Ich habe sie mir heute abgeschnitten. So schauen sie aus. So lang sind sie noch. Also sie gehen jetzt wirklich nur noch bis hier. Und ja, es war schon eine sehr große Überwindung. Und ja, ich hatte einfach gar keine Lust mehr auf lange Haare. Es war einfach nur noch heiß. Und ja, mein Pony ist jetzt so gut wieder wie auf einer Länge mit meinen Haaren. Und das gefällt mir ziemlich gut. Und ja, so schaut das aus. Also ich habe jetzt heute eine Mütze an, weil wir danach noch in einen Laden gegangen sind, wo es so ganz tolle Mützen gab eben. Und da dachte ich, für meine neue Frisur sieht doch eine Mütze gar nicht so schlecht aus. Ich finde, das sieht nochmal viel cooler aus mit so einer Mütze, das Ganze. Und das dient mir jetzt heute sozusagen als Accessoire. Genau, und ich kann sie jetzt auch noch anders stylen. Also wenn ich die mir als Zopf mache, dann bleibt nicht mehr viel übrig hier hinten. Ich kann sie auch noch so ein bisschen volumig stylen. So schaut es aus. Ja gut, schreibt mir mal, was ihr findet, wie ihr die Frisur findet. Und das war natürlich nur ein Scherz. Ich werde jetzt meinen Hut abnehmen und meine Haarklammern aus dieser Frisur entfernen und wie das ausschaut. Ich wollte mir mal einen kleinen Spaß mit euch erlauben und hatte gerade mal Lust, irgendwie was mit meinen Haaren zu machen. Ja gut, aber ihr konntet mal sehen, wie das an mir ausschauen würde, wenn ich mir tatsächlich die Haare so kurz schneiden würde. Und aber ganz komplett gelogen habe ich dann auch wieder nicht. So sieht es aus. Also ich habe die Haare immer noch so lang. ich hoffe, ihr seid jetzt nicht böse oder so. Ich wollte mir halt mal einen kleinen Scherz erlauben. Und auf jeden Fall habt ihr es halt mal gesehen, wie es ausschaut. Und mich würde es wirklich trotzdem interessieren, was ihr davon haltet, von dieser Frisur. Und auf jeden Fall war ich aber wirklich beim Friseur. Ich habe meine Haare wieder in einer anderen Farbe als sonst. Und das wollte ich einfach mal zeigen. Und der Grund ist tatsächlich wegen der Sonne. Als ich die Haare noch so rotstichig hatte letztens, das könnt ihr vielleicht mal in meinem anderen Video anschauen, ja, da hat die Sonne das alles ausgeblichen und meine Haare haben die ganze Zeit so komisch gelbblond geschimmert von diesem Rotstich eben. Und hier der Ansatz, der hat sich so ganz komisch mit der Färbung vermischt und ja, das war dann der Grund, warum ich sie mir wieder so braunstichig mache. Natürlich ist dieser Rotschimmer noch nicht ganz draußen, weil das einfach in meinem Naturhaar ist und da kann ich auch nichts ändern. Aber auf jeden Fall ist es deutlich weniger und ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich hoffe einfach, dass man das einfach nicht sieht, wenn ich ja, ins Schwimmbad gehe, mich in die Sonne lege und dass man halt eben nicht diesen goldstichigen Ansatz sieht, der halt bei diesem Rotstich enthalten ist. Und ja, trotzdem fühlen sich die Haare super, super toll an vom Friseur. Sie nehmen wirklich super Shampoo und Conditioner und bin jedes Mal sehr, sehr zufrieden. Und natürlich ist es wirklich heiß mit den Haaren und ja, ich nehme jetzt einfach mal diesen albernen Hut ab. Der ist übrigens von H&M. Ja, schon ganz alt. Den hatte sogar Kate Hall von Popstars. Aber gut, ich möchte euch jetzt nicht weiter langweilen. Ich rede mal wieder nur wirres Zeug. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und viel Spaß auf YouTube und bis zu meinem nächsten Video. Ciao!